Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht's mit Lost Ark. Wir werden jetzt mal die Lage hier über... Hey, hier drüben! Ja, ich bin ja schon da. Die Traumbarriere hat Elsowin noch nicht völlig überwältigt. Okay. Ich habe noch eine weitere gute Neuigkeit. Ich glaube, ich weiß, wo Aven ist. Einige der Verwundeten haben erzählt, dass er ihnen zu Hilfe geeilt war. Vielleicht solltest du mit ihnen reden. Sie können dir vielleicht dabei helfen, Aven zu finden. Okay. Wir werden das schon schaffen. Ich muss mich bei Aven bedanken. Ich verstehe nicht, warum man... Aven. Er wusste, was zu tun ist. Aven, Aven, okay, gut. Ich hab dich kämpfen sehen, an Sormiels Seite. Aven... Ich kämpfte an seiner Seite. Genauer gesagt, er half mir. Ohne seine Hilfe hätten wir die Dämonen in Elsowin niemals aufhalten können. Die Traummagie hatte mich fast überwältigt, als Erwin mir einen besonderen Samen gab, der mir das Leben und meinen Verstand bewahrte. Jetzt bin ich wieder genesen. Hier, nimm dies. Das wird dir bei der Suche nach Aven behilflich sein. Okay. Was ist das? Darin stecken Spuren von Dämonenmagie. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Diese Magie ist gereinigt. Ist Aven dafür verantwortlich? Verstehe. Daran hat er also geforscht. Tabellero, behalte du fürs Erste seinen Samen. Du bist doch auf dem Weg zu Elsowin, richtig? Triff dich dort mit Undart. Sie kann dich mit ihrer spirituellen Kraft erfüllen und dir so Schutz gegen die Traummagie bieten. Okay. Ich warte schon. Schließe die Augen. Und spüre die Kraft. Ich hoffe, dies hilft dir auf deinen Reisen. Ich übertrage etwas Kraft auf dich, damit dich die Traumbarriere nicht beeinträchtigt. Elsowin leidet sehr unter der bösen Magie. Die anderen Elementare sind mit den Hütern ausgezogen, um den heiligen Baum zu beschützen. Du musst ihnen dabei helfen. Bitte, rette Elsowin. Ach Gott. Immer muss ich die Kastanie für einen aus dem Feuer holen. Naja, was soll's. Los geht's. Interessant. Der Fluch breitet sich zu schnell aus. Ich habe schon viel von dir gehört. Du kommst gerade recht. Viele wurden bereits von dieser schrecklichen Traummagie verwundet. Aber es ist noch zu früh, als dass sie für Elsowins Umarmung bereit wären. Bitte, du musst die von Träumen geplagten Elementare überwältigen, bevor sie noch mehr Chaos anrichten. Dank deiner Hilfe ziehen sich die Traumdämonen zurück. Vielen Dank. Würdest du die Masken untersuchen, die sie zurückgelassen haben? Sie sehen zwar wie gewöhnliche Masken aus, aber der Schein kann durchaus trüben. Spezialheiltrank. Okay. Naja, ich habe ja jetzt erst hier göttlicher Heiltrank gekauft. Das war eine ganze Menge davon. Okay.
Hätten wir also auch geschafft. Vielen lieben Dank. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. So, jetzt bin ich fertig. Du hast uns Zeit gegeben, die Wächter zu versorgen. Wir danken dir aus ganzem Herzen. Was in Arkesias Arkesia war das denn für ein lautes Geräusch? Das klang, als käme es aus der Richtung, in der die Hüter gegangen sind. Oh nein, was, wenn das die Traumdämonen waren? Schnell, geh zu den Hütern, wir kommen hier schon klar. Okay, dann wollen wir mal. Oh nein! Oh. Wach auf! Hey! Komm her! Und hilf uns! Halte durch, Kind! Ein Glück, dass sich unsere Wege kreuzten. Die Lage sieht düster aus. Die Traummagie nimmt kein Ende. Sieh dir nur diesen Jungen an. Die Magie hat sich in seinem ganzen Körper ausgebreitet. Ja, was soll ich dagegen jetzt tun? Oh, armes Ding. Doch leider ist selbst die Magie der uralten Elementare nicht stark genug, um die Traummagie aus seinem Körper zu entfernen. Ich habe bereits alles versucht. Jetzt können wir nur noch bei ihm bleiben und ihm Trost spenden. Was ist passiert? Wir können ihn mit Arwens Saat behandeln. Was? Diese Saat vermag so etwas zu leisten? Zeig mal her. Ja, das sollte funktionieren. Sie braucht nur noch ein wenig mehr Magie. Arwen hatte hiermit eine wahrlich großartige Idee. Nun pflanze die Saat vor Alife ein. Du bist ich danke dir. Jetzt fühle ich mich wieder wie ich selbst. Was ist passiert? Als ich aufwachte, sah ich unseren Silvaner-Freund Arwen über mich gebeugt. Er hat dieses Ding in meinem Kopf beseitigt. Wir sind zusammen hergekommen. Und dann ist Arwen zurück ins Herz des Weltenbaums gegangen, um den anderen Verbündeten zu helfen. Du solltest dich lieber nicht bewegen. Okay. Untersuche das Schlachtfeld. Okay. Der Boden ist übersät mit toten Traumdämonen. Hier fand ein erbitterter Kampf statt. Untersuche deine Umgebung, untersuche den Kopf, den Rumpf, die Beine. Fangen wir beim Kopf mal an. Der Kopf der Kreatur ist absolut grotesk. Sein verzerrtes Gesicht ist ausdruckslos, wie das einer leblosen Puppe. Untersuche den Schauplatz lieber ein wenig länger. Der Rumpf weist mehrere Stichwunden auf. Er wurde auch von Magieangriffen getroffen. Diese haben ihm aber anscheinend keinen Schaden zugefügt. In der Nähe der Leichen ist eine Blutspur zu sehen. Das Blut muss von Arwen stammen. Du solltest seiner Spur folgen. Okay. Okay, folge Arwens Spuren.
Du bist hier. Okay, wer bist du? Ich habe gehört, du würdest herkommen. Ich wollte dich schon aufsuchen. Okay. Wir fanden Arwen, aber... Geht das Arwen gut? Flammewächter Gerdia hat Arwen zuerst gefunden. Er sagte, er habe gespürt, dass die Magie der Phantomlegion-Kommandantin immer noch Einfluss auf Arwens Verstand nehmen wollte. Doch als Arwen schließlich gefunden wurde, hatte sich der Fluch der Phantome bereits in ihm ausgebreitet. Gerdia hat Arwen im Lager zurückgelassen und Brelshara verfolgt. Ah, ich meine, da war den Gerdia, den habe ich doch schon umgenietet. Lenora kümmert sich derzeit um Arwen. Du solltest dich beeilen. Aber Gerdia hat den... Tut uns leid. Den hat er schon geplättet. So. Tut mir leid. Als wir ihn fanden, war er schon... Dieser arrogante Haut drauf. Er wurde dazu, direkt nachdem wir dort ankamen. Sagen wir es, wie es ist. Er ist ein Narr. Er hätte nicht versuchen sollen, den Helden zu spielen. Überreiche Arwens Saat. Was ist das? Zeig mal her. Anscheinend hat Arwen sich gerade selbst gerettet. Bitte nutze diese Saat auf für ihn. Dann wollen wir mal. Also, funktioniert das? Alle anderen gingen zu Elsowins Wurzeln. Nimm die übrigen Samen, sie sollten sich als nützlich erweisen. Ich bleibe hier bei Arwen, keine Sorge. Ich werde nicht zulassen, dass er stirbt, versprochen. Konzentriere dich lieber darauf, nicht zu sterben, in Ordnung? Ich werde mich bemühen. Die Siege, die Traumdämonen, die Arwen gefolgt sind. Eliminiere Traumsplitter. Okay, dann wollen wir mal. Pass auf, hinter dir! Bereithalten! Okay, warte mal. Wo sind denn jetzt diese komischen Dinger, die ich da kaputt machen soll? Danke. Ach so. Ach so. So, warte mal. Ah ja, da muss ich jetzt hin. Okay, gut. Bleib wach, bereithalten! Gut, erstmal... Ich hab gewartet. ...den Triporter. Und jetzt kriegen wir mit Vorteil.
Ich spürte, wie die Macht des Traumdämons nachlässt. Tabulere, ich wusste, dass du gekommen bist. Die Lage sieht düster aus. Mir ist es gelungen, die Luft vom Gift zu reinigen. Außerdem habe ich mich um die verwundeten Sylvaner gekümmert. Aber ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Hole Arvens Saat hervor. Was ist das? Ein Produkt von Arvens Magie? Ja, das werde ich versuchen. Mir wird ganz anders. Was für eine Magie ist das? Das ist interessant. Diese Objekte neutralisieren die Traumbarriere, indem sie sie in eine andere Form umwandeln. Was für eine geniale Idee. Ich habe ihn missverstanden. Arvin ist wahrlich ein großer Magier Ruendils. Ich komme hier jetzt alleine klar. Geh und hilf beim Schutz des Herzens des Heiligen Baumes. Gerdia ist auf dem Weg zu Elsowin. Okay. Und wir laufen jetzt auch mal los und... warte mal. Besiege Traumdämonen, die ins Herz des Heiligen Baumes vorrücken. 8 Stück, gut. Dann haben wir mal 8 platt. Hilfe? Wo ist denn nur? So. Ja, gut, das können wir uns jetzt ein anderes Mal angucken. Das war die Musik Traumdämon in der Nähe, das... 3 Minuten 30 noch. Ich dachte, weiß ich nicht. Thank you.
Okay, ein noch. Soldaris, wo ist Soldaris? Ach, da oben, ey. Ein eleganter Bein. Okay, gut. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir konnten den Großteil der Dämonen abwehren, doch uns ist es nicht gelungen, Brill's Herrscher von Elsewind fernzuhalten. Der Flammenwächter ist ihr gefolgt, aber er kann nichts mehr tun. Es kommt noch schlimmer, das uralte Elementar des Feuers, Ephemeria, ist ebenso verschwunden. Alter, ich hab den platt gemacht! Bitte, du musst die böse Dämonin Brashasa aufhalten. Wer gehört? Seid wachsam! Wir dürfen die Traumdämonen nicht näher an Elsowin heranlassen. Okay. Ach, Leute, lass mich. Ey, das Kaninchen ist unverwundbar. Okay, ich nehme mal an. Warte mal. Ja, ich muss jetzt hier warten. Okay, gut. Okay, gut. Hilft nichts. Aber ich hab doch gegen ihn gekämpft. Ich dachte, ich hätte ihn tot gemacht. Danke für deine Hilfe. Ich bin wieder klar im Kopf. Aber es ist zu spät. Rundel, es hat bereits wegen meiner närrischen Ideen und sturem Kopf so viel Leid erfahren müssen. Wie ist die Lage in Elsowin? Der heilige Baum Elsowin kollabiert unter dem Einfluss der Traummagie. Ich kann nur noch eins tun, den Kollaps verlangsamen. Wenigstens bis ihre Majestät Asina eintrifft. Wo ist Ephemeria?
Als sie hörte, dass ihre Majestät Asina verletzt war, wurde sie wütend und verschwand. Seitdem habe ich Ephinias Stimme nicht mehr gehört. Ich war davon überzeugt, dass ich den heiligen Baum Elzowin schwächen und seine Urmagie absorbieren musste. Ich dachte, dass nur seine Kraft die Schandtaten Roendels wieder gut machen könne. Ich war ein Narr. Ich wurde als Teil von Bressers Plan benutzt. Mein Übereifer ist für den jetzigen Zustand von Elzowin verantwortlich. Ihre Majestät hätte mich im Reich der Elementare töten sollen. Du musst Verantwortung übernehmen. Ja, ich muss die Verantwortung für diese Katastrophe übernehmen. Ihre Majestät Asina hat mich am Leben gelassen, damit ich die Verantwortung übernehmen und für meine Sünden büßen kann. Ich werde hier bleiben und alles in meiner Macht tun, um den Kollaps des Weltenbaums abzuwenden. Beschützer der Arche, du musst Breschalschau oder so ähnlich aufhalten, bevor sie Elzowin völlig vernichtet. Der Kampf gegen Breschalschau wird hart. Breschalschau. Sei vorsichtig. Alles klar. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, dann ein Abo und sagt, dass ich seid wieder dabei. Bye, bye.